Detlef von der großen Detlef Gehrmann. Wir hörten am Tenorsaxophon noch einmal Christian Lange mit einem schönen Solo. Jetzt kommt der letzte Titel vor der Pause. Martin Oldrock und Chattanooga Choo-Choo-Wing. Und jetzt bitte für uns hier auf der Bühne, es ist so fürchterlich warm hier, wir brauchen was zu trinken. Danach geht's weiter. 10 Minuten, Viertelstunde. Bis dann. Meine Damen und Herren, es geht weiter. Ich habe mal zwischendurch mal oben bei Dieter nachgefragt, wie der Stand ist. Und ich kann nur sagen, es wird knapp. Es wird knapp und es ist spannend. Es ist sehr spannend. Sie werden das dann irgendwo lesen können. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber es wird spannend. Wir haben auch noch was ganz Besonderes. Wir haben heute nämlich das Fernsehen dabei, das Stadtfernsehen. Sie können das also nachher alles noch, ich weiß nicht wie viel Mal, aber genügend im Fernsehen anschauen. Aber meistens nur nachts oder bei Paparazzi jederzeit über YouTube, immer ständig, da können Sie das alles nochmal erleben. Ja, was mich, bevor wir anfangen, was mich eigentlich schon immer interessiert hat, Michi, das sind ja eigentlich, ihr gehört ja alle zum
zur Ataraxia, zu der Kunst- und Musikschule. Insofern sind das ja natürlich auch irgendwo alles Schüler. Ne? Und ja. kriegen die dann auch Noten? Nee, bei uns gibt es keine Noten. Naja, Noten zum Spielen kriegen sie ständig neue von mir. Aber so mit 1, 2 und nee. Hausaufgaben? Ja, aber. Und machen, doch schon, aber. Machen die die denn auch? Ja, das ist wie in der Schule, ne? Achso. Ja. Manchmal. Manchmal. Da müssen wir noch dran arbeiten. Jo, jetzt geht's wieder richtig los mit Singen. Also jetzt keine Instrumentalnummer, sondern gleich singen. Und da haben wir jetzt den zweiten Teil von dem besonderen Paar des heutigen Abends, nämlich den Sohn vom Vater. Und der ist der Einzige, muss man sozusagen, der kein Schüler ist. Die anderen sind ja alle irgendwo Schüler bei Ataraxia und der ist schon Student. Und der singt natürlich auf dem Weg zum Broadway. Singt er heute für uns on Broadway. Dann haben wir ein ganz aktuelles Lied zu dieser komischen Krankheit, die hier grassieren soll. Keiner weiß, wann sie kommt, aber ich bin sicher, sie kommt. Das ist ein Lied, das heißt Fieber. Und dann haben wir noch, da wird eine Dame zu uns kommen und für sie singen. Wenn sie auf die Bühne kommen, werden sie sagen, meine Güte, die kommt geradewegs aus einem französischen Film. Und ihre Stimme passt auch, würde ich sagen, zum Chanson. Und sie singt uns aber kein französisches Lied, nein, sie singt uns eine Samba. Auch das können die Herren hier und die Damen. Ja, und das sind ins Hintereinander Moritz, George, Franz, Katz, Mensch, Entschuldigung, Katz. Dann haben wir Holger Vogel.